Wie würde es aussehen, wenn wir einen Tag lang Batman und Robin wären? Und wenn uns ein Kamerateam verfolgen würde? Das ist Richard John Dick Grayson. Robin. Er ist Batmans Sidekick. Sein Helferlein. Sein Mädchen für alles. Das fünfte Rad am Wagen. Sein Kugelfänger. Seine Bitch. Na, ihr wisst schon. Nummer 2. Also ich bin Robin und ich arbeite heute mit der fetten Fledermaus zusammen. Und ja, mal schauen, was uns heute erwartet. Ich hoffe, ich treffe Catwoman, ne? Während Robin bereits in der Bathöhle Mails checkt, kommt Batman auch mal an. Morgen. Und schlürft bedächtig seinen Kaffee. Es dauert nicht lange, bis der dunkle Ritter etwas zu meckern hat. Robin! Das ist ja gar kein Staub gemischt. Könntest du mal. Aber. Könntest du mal Staub wischen? Ich hab heute den ganzen Tag sauber gemacht. Keine Ausreden! Wisch mal Staub! Hier ist alles verstaubt! Immer diese Ausreden! Also, ich biete dem jungen Obdach einen Job und Vaterersatz. Also, mehr kann ich nicht bieten. Aber dafür kann er auch mal anpacken und was im Haushalt machen. Mann! Boah, der faule Fettsack, ne, der soll mal ruhig bleiben, Alter. Ich hab heute schon Kaffee gekocht, ich hab gesaugt. Was bekommt er alles nicht mit, wenn er so spät hier hinkommt? Mann! Robin! Die Dentakten, die solltest du doch schon längst bearbeitet haben. Sehe ich heute zum ersten Mal, Mann. Du Blödsinn, ich hab dir heute Morgen gesagt, du hast gar nichts gesagt. Die Dentakten haben Vorrang. Verbrecherjagd hat Vorrang. Hab ich den Robin? Dicke Luft in der Bathöhle. Ich an, Robin. Echt in dem Ton, Robin. Robin, setz dich wieder hin. Nein, ich gar nichts mache. Lass dir gar nichts. Ich hab hier immer noch. Mann. Wir haben hier ein kleines Problem. Plötzlich ein wichtiger Anruf. Gordon? Ja. Aha. Nein, ich bin in der Höhle und deswegen sehe ich das Signal nicht. Okay, wir sind in 5 Minuten da. Alles klar. Robin! Hä? Wir haben einen Auftrag. Catwoman und Poison Ivy. Wir treffen uns am Gotham Plaza. Du nimmst den Bus, ich das Batmobil. Warum soll ich den Bus nehmen? Weil alles andere kaputt ist. Dum, 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 dum. Also ich fand's total geil, einen Tag lang Batman zu sein, besonders als ich Catwoman geknallt hab. Naja, jedenfalls hat er gesagt, dass er Catwoman ist, aber das hast du ja nicht mitbekommen, weil du hast ja den Bus nicht erwischt. Ich fand's voll scheiße, Mann. Robin ist echt scheiße. Jetzt seid ihr dran. Wer würdet ihr sein, wenn ihr einen Tag lang ein anderer sein könntet? Schreibt's in die Kommentare oder postet sogar eine Videoantwort. Und habt ihr schon die Videos von den anderen gesehen? Die haben genau das gleiche gemacht.